Österreich San Marino Freundschaftsgesellschaft wurde gegründet, um die Beziehungen zwischen Österreich und San Marino zu vertiefen. Wirklicher Hofrat Johannes Pinzolic und Direktor Alfred Diewald sind die Präsidenten dieser Gesellschaft und luden zum San Marino Cocktail ins Hotel Burgenland nach Eisenstadt ein. Mit dabei war auch die Botschafterin von San Marino, Elena Molaroni, die auch gekommen ist, um die Freundschaftsgesellschaft zu unterstützen. San Marino ist ein kleines Land in Italien mit ca. 33.000 Einwohnern in der Nähe der italienischen Stadt Rimini. Elena Molaroni erzählt uns ein wenig über San Marino. Erster Botschafter Österreich, San Marino Freundschaftsgesellschaft. Sie sind heute hier in Burgenland, in Eisenstadt, im Hotel Burgenland. Was sagen Sie zu dieser Gesellschaft und wie unterstützen Sie die? A San Marino ancora non esistono associazioni di amicizia, a parte questa che naturalmente adesso verrà sviluppata anche a San Marino. E come ambasciata qui in Austria voglio dare tutto il mio sostegno all'organizzazione, fare da tramite, mettere in contatto questa associazione con le altre strutture di San Marino in modo tale che si possa avere una vera amicizia, si possa approfondire, sviluppare anche nel campo economico, culturale, in tutti i campi possibili. Also es gibt derzeit in San Marino noch keine derartige Gesellschaft, aber es ist ja gerade erst diese geboren worden und die Botschafterin wird diese Gesellschaft hier, die wir hier gerade erleben, mit allen möglichen Mitteln unterstützen und sie wird versuchen, sie von der Botschaft in Wien aus auch mit anderen Mitteln besser zu unterstützen und sie wird versuchen, es auch mit im ökonomischen und im kulturellen Bereich mit irgendwelchen Hilfen da zu sein. Waren Sie schon öfter in Burgenland und wie gefällt es Ihnen hier? Sì, sono stata nel Burgenland, sono stata in altre regioni anche dell'Austria e il vostro paese è bellissimo. Also sie war schon öfters im Burgenland und sie war auch in anderen Teilen von Österreich und dieses Land gefällt ihr sehr gut. Jetzt haben Sie auch Getränke mitgebracht, da sind mitgebracht worden. Wein aus San Marino, welcher Wein ist besser, österreichischer oder San Marino? Io sono in una posizione privilegiata in questo momento perché non bevo vino, non bevo alcolici. Quindi posso dire soltanto che la produzione sammarinese e la produzione austriaca devono essere sicuramente assaggiate. Also sie sagt, sie ist in einer sehr privilegierten Situation, weil sie keinen Alkohol konsumiert und sie meint, dass beide Weine sehr gut sind und sie sollen auf jeden Fall verkostet werden. Welche können Alkohol trinken? Welche Spezialität von den Speisen können Sie empfehlen? Allora, la gastronomia sicuramente è una delle mie specialità. Da San Marino io raccomanderei sicuramente provare le nostre torte, i nostri mieli, le nostre marmellate, le paste ripiene, lasagne, ravioli e via di seguito, la cacciagione anche, che è un piatto tipico sammarinese, lepri, cinghiali e via di seguito. Quindi in San Marino si mangia veramente molto bene e c'è molta varietà di cibo. Also die Gastronomie ist eines der Schwerpunkte der Botschafterin. Sie liebt die Gastronomie und sie kann sehr vieles von San Marino empfehlen. Den Honig, die Marmeladen und es gibt dann auch sehr viel Nudelgerichte, Lasagne, Ravioli. Und natürlich schmecken mir auch andere Sachen wie zum Beispiel Hase oder Hirsch und Reh. Je nach Saison, was es eben gibt. Eine persönliche Frage, was ist Ihr Lieblingsgericht? La Piadina. Das ist die Piadina. Das ist ein sehr flaches Brot, das man erhitzt auf einer Platte und dann mit etwas füllt und zudeckt. Und dann schmilzt der Käse darin und dann wird es ein guter Snack oder eine Mahlzeit für zwischendurch. Käse, Gemüse, Prosciutto, Salami, alles drin. Welche Pizza? Besser als Pizza. Besser.
Sie müssen das kosten. Vielen Dank. Vielen Dank. Aber du lobst ihn. Wirklicher Hofrat Johannes Pinzolitsch erklärt uns, wie es zur Gründung gekommen ist. Österreich, San Marino, Freundschaftsgesellschaft. Was können wir sich sonst da vorstellen? Meine Lieben, eine wirkliche Freundschaft. Wir haben etwas gesucht, wo tatsächlich nicht die Wirtschaft, sondern die Freundschaft, die Kultur, das miteinander leben können, miteinander verstehen können, im Vordergrund steht. Wir haben ein kleines Land ausgesucht mit einer unglaublichen Tradition. Man darf nicht vergessen, es ist die älteste Republik der Erde, 1700 irgendwas gegründet. Es ist die wirklich älteste. Und ich wollte einfach was haben, wo man in einem Tag rundherum fahren kann und noch 10 Jahre jeden kennenlernt. Sie waren ja schon dort, natürlich, ja. Sonst kann man das ja nicht machen. Ist die Idee dort gekommen oder sind Sie schon mit der Idee hingefahren? Ich bin mit der Idee hingefahren. Ich habe diese Idee geboren, weil ich das einfach wollte, weil San Marino ist ein Land, wo man nicht weiß, was ist das tatsächlich. Jeder redet von San Marino, keiner kennt es wirklich, jeder fantasiert davon. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es jedem empfehlen, außer nach dem Burgenland als zweite Destination nach San Marino zu kommen. Was gibt es für Spezialitäten und Besonderes? Na, typische italienische Spezialitäten, von Pasta, von Pizza, aber es ist natürlich eine andere Machart wie bei uns. Was aber die große Spezialität in San Marino ist, ist die Menschlichkeit dieser Menschen. Also das ist doppelt gemoppelt, die Menschlichkeit der Leute. Sie sind wirklich unglaublich toll. Also man kann das nur wirklich, wirklich liebenswert, freundlich, sauber rein. Und San Marino ist eine komplette Fußgängerzone, wo im Winter auf den Bergabwegen die Kinder rodeln. Das heißt, mit dem Auto kann ich da nicht hin? Oh ja, man darf bis zum Hotel fahren und dann muss man zu Fuß gehen. Gut, wünschen wir es jetzt auch. Besten Dank. Vielen Dank für das 13. Interview. Direktor Alfred Diewald spricht über seine Gründe für diese Gesellschaft. Alfred Diewald, Direktor vom Hotel Burgenland, Österreich, San Marino Freundschaftsgesellschaft, haben wir gehört. Hat sie jetzt ihren Sitz hier im Hotel Burgenland? Die hat den Sitz im Hotel Burgenland. Wie man weiß, wenn man feiert, soll man nicht fahren. Und es bietet sich ganz gut an, dass man auch gleich ernächtigt. Wir waren in San Marino, wunderschön, und das haben die gleich mit uns dasselbe gemacht. Wir sind im Lokal geblieben. Was für Möglichkeiten gibt es in San Marino, dass man sich was anschaut? Man muss sich schon selbst Zeit ziehen. Es sind viele Parallelen in San Marino, wie bei uns, klein, fein. Zentralen Punkt aussuchen und von dort zu Fuß erkunden. Die Altstadt ist ein Traum. Die historische Seite ist höchst interessant. Und die Leute freundlich und überaus mit Herzen dabei.
Jack Brandt in this jingle.